zurück hier, Safe Made Fishing, ein zweites Mal oder drittes Mal, je nachdem, wie das bearbeitet wird. Ja, Jungs, ihr müsst noch einmal kurz ruhig sein, weil ich muss das kurz eben ansprechen. Und zwar, was wir gerade tun ist, da sieht man Nico, den bereitwilligen Fahrer eines neunsitzigen Busses. Da hinten sieht man... Moin! Moin! Sag mal Moin, Jungs! Bitte, hi! Ganz genau. Wir haben uns heute überlegt, wir gehen ein bisschen mit den Jugendlichen von Nico angeln. Und zwar ist es so, dass Nico als Erzieher tätig ist in Shortens. Im? Jugendzentrum. Yeah! Genau, im Jugendzentrum. Was denn für ein Jugendzentrum? Sag mal, wie heißt das? Bernischer Shortens. Jawohl! Genau. Und wir haben uns überlegt, komm her, wir packen die Jungs mal ein und veranstalten mit denen so einen kleinen Angeltag. Und das wird heute in Horomasir stattfinden. Da haben wir einen kleinen Forellensee, der ja privat betrieben ist und somit die Jungs auch keinen unbedingt Angelschein haben brauchen, damit sie auch mal ein bisschen an die Natur gewöhnt werden können in Deutschland. Jo, wir waren vorher noch ein bisschen einkaufen hier, wie man sieht, haben wir ein paar kleine Sachen hier aus dem Fishing Center in Wilhelmshaven. Schöne Grüße. Die haben uns nämlich auch ein paar Rabatte gegeben, das war ganz cool, weil für so einen Zweck hier für die Jungs, da geht ja auch so ein bisschen mal was flöten, ne? Und die freuen sich auf jeden Fall, wenn wir mal ein bisschen mit denen in die Natur gehen können. Das ist eine schöne Sache. Möchte noch jemand was sagen? Moin. Das ist schon traditionell bei mir. Möchtest du noch was sagen, Nico? Nö, danke. Nee, danke. Gut, dann sehen wir uns am Wasser wieder. Bis dann. Ja. Ja, wir haben das hier gemacht, weil die Kinder Bock drauf hatten und haben gesagt, hey Leute, nimm uns doch mal mit. Wollen auch mal angeln gehen, wollen uns auch mal ein bisschen kennenlernen. Und deswegen haben wir die mitgenommen. Wohl bemerkt, ist es nicht mein Arbeitsplatz liegt woanders. Ich bin quasi eingeladen worden, um den Jungs so ein bisschen zu zeigen, wie es funktioniert. Und Nico hat die, ist quasi so der... Ach ja, ich arbeite im Jugendzentrum, das sind meine Besucher. Cool. Hast du da alles bei? Ich habe hier einen Haken, damit ich manchmal die Fische hat, Haken und Haken. Und eine Glocke, ein bisschen Blei, ein paar Haken. Ja, siehst du. Also und ich bin gut ausgestattet. Nicht schlecht. Ich habe Hosen. Hab ich auch. Etc. Und eine Rute. Eine Rute, ja. Dann hebt ihr mal in die Kamera. Deutsche Republik. Siehst du? Da drauf. Ja, jeder fängt mal klein an, ne? Ja, Petri Heil. Petri Heil. Hier hat Steffen sich noch seinen guten Halter selber gebastelt. Do it yourself quasi. Aber funktioniert. Gut. So, Steffen. Ein kurzes Statement zu dem heutigen Tag. Wie gefällt's dir? Ja, ist ganz gut. Macht dir Spaß, das Ganze hier? Jo. Oder hast du das anders vorgestellt? Nö, ich kenne das ja schon traditionell bei mir. Mhm. Bin schon sehr oft dabei. Gewesen, ja? Mhm. Ja, cool. Diesmal bin ich auch dabei. Beim letzten Mal warst du da auch dabei, wo ich dabei war? Ja. 2013, ne? Da haben wir aber mehr gefangen, oder? Ja. Da saß ich ja hinten, aber... So, das ist nicht besser jetzt. Ja. Du bist auch gerade dabei, dein Angelschein zu machen, habe ich gehört, ne? Ja. Im Mai ist meine Prüfung. Im Mai hast du Prüfung? Ja. Und fühlst dich gut vorbereitet? Oh, ich hab noch nicht geguckt. Hast du noch nicht geguckt? Ich hab nicht reingeguckt, den Heft. Ich hab ein Heft gekriegt. Aber im Mai, da hast du jetzt ja nur... Oh, das ist ja gar nicht mehr so weit, ne? Wir haben ja schon fast Mitte April. Dann rufe ich einfach her, genau. Der schreibt die Prüfung ich für dich. Ich schreib die Prüfung für dich, ja. Aber hast du denn grundsätzlich Interesse, den Angestellten auch zu bestehen, oder machst du das nur so aus Jux und Dollerei? Ja, ich muss mal bestehen. Ja. Damit wir auch mal zusammen losgehen können, ne? Ja. Wir wollten ja noch ein Gemeinschaftsvideo drehen, wir beide, ne? Oder hast du da keine Lust mehr dran? Na klar. Na klar. Klar. Will ich doch hören. Ja, schön. Und fängst du jetzt gleich noch eine dicke Forelle oder was? Nee, ein Karpfen. Ein Karpfen? Boah. Ja. Wow. Hab ich auch versucht, aber... Ist schwer, ne? Und dies ja leider noch nicht geklappt. Das dauert noch ein bisschen. Ist ja auch noch ein bisschen kühl gerade. Ja. Und sonst, Steffen?
Alles bei dir. Und bei dir? Hast du schon mal passiert? Schon ein bisschen gekriegt oder sowas? Nee, bei mir liegt noch gar nichts. Nico und ich fischen ja mit derselben Route. Wir wollten uns eigentlich abwechseln, das eine nach dem anderen fängt, aber das läuft so gut, dass wir uns gar nicht mehr geordnet kriegen und gar keiner mehr zur Route geht. Ja, das ist zu krass. Das ist heftig hier. Ja. Möchtest du Mann oder Blumer dran haben? Mann. Mann. Da kommen die Besten. Gut. Die Besten. Möchtest du die Mann selber draufziehen? Na klar. Na gut. Siehst du, deine Route ist wieder fertig. Hier sind noch Würmer. Jo. Der zieht sich die auch im Mund. Ja, dann denke ich. Schauen wir mal, das sind die Würmer vom Berg. Obwohl, nee, doch nicht. Die Ohren muss doch nicht so ziehen. Ich hab noch nicht gezogen. Die waren aber schon. Deine Route ist fertig. Das ist lieb von dir. Gerne doch. Ich lege sie mal ein bisschen hier an dir an. Das ist nicht schlimm. So, dann gebe ich dir mal hier die Maden. Und dann kannst du dir die mal selber drauf ziehen. Ich hab noch ein Stück Schnur. Ich bringe alle rein. Ja, mach dir alle dran. Kitzeln die? Und wie du die drauf ziehst, das ist erstmal egal, weil wir wollen den Rahmen ja nicht sprengen. Da gibt es auch verschiedene Bekühlungen. Nico, darf ich schon mal mit dir jetzt hoch den Grill anmachen? Wie viel haben wir es denn? Halb sechs noch nicht, um sechs machen wir das. Ja. Um sechs können wir machen. Ja. Steffen, ich bin schon hier. Sehr gut, Steffen. Wunderbar. Machen wir noch eine vierte drauf. Dann ist es auch wärmer. Das ist der Hacken. Ganz genau. Damit die Forellen auch schön Bock drauf kriegen. Und du? Was? So, die Bockwurst in Deutschland. Deutschland. Die haben Party, Nico. Ja, nix. Die haben Party da hinten. Ja, dann liegt sie beiseite. Ich krieg so eine neue hier. Hier, probier mal. Weil wir nur so ein paar haben. Siehst du, dampft dann noch mal da drauf. Hol die jetzt wieder. Was sieht denn ab? Wir haben genügend, Steffen, keine Sorge. Tut mir leid. Kein Problem. Wir sind sparsam heute mal. Ich hab sogar zwei, ich hab sogar drei. Drei. Hier, drei Stück. Ich hab sogar zwei zurück. Ja, siehst du wohl. Und jetzt muss auch gehen. Wenn jetzt nicht geht, aber nicht wieder essen, ne? Allererste Route. Ja, cool. Alles trotzdem selbst gemacht. Selbst zusammengebaut? Ja. Und ja, die habe ich nochmal von meiner Mutter vom Arbeitskollegen bekommen. Oh ja. Die Rolle hat er nicht gerade sehr gepflegt. Woran sieht man das? Wenn man die hier richtig neu anfasst, ja, kommt manchmal Ölspuren. Da. Oh, okay. Von daher ist gerade so schön. Richtig schön rund. Ja. Hab noch, davon habe ich noch ungefähr zwei andere zu Hause und eine kleine. Ja, aber siehst du, ne? Kann man was mit anfangen, oder? Ja. Mit Messer. Oh ja, ein kompakter. Kleiner. Zum Ausfalten. So. Und kann man dann noch weiter ausfahren. Ja, siehst du. Kann man, glaube ich, überall mit hin. Jetzt müssen nur noch die Fische beißen, ne? Ja. Gut. Dirk, möchtest du ein kleines Interview führen? Ja. Gut, Dirk. Erzähl, wie gefällt es dir hier? Ja, ganz gut. Ganz gut? Ja. Ich habe ja auch schon gesehen, dass du ja schon ein bisschen Angelerfahrung hast. Mhm. Ja, du angelst immer viel im Wilhelmshaven. Hast du schon erzählt vorhin an der Made, da bin ich auch öfter mal zugange. Und wie bist du zum Angeln gekommen? Ja, einfach mal. Wollte ich einfach mal machen. Wolltest einfach mal machen? Ja. Ja, cool. Und du hast schon erzählt, von wem hattest du deine ersten Ruten bekommen? Nee, meine ersten Routen habe ich mir einfach selber gekauft. So vom Taschengeld oder wie? Ja. Ja, cool. Meine Mutter hat auch noch die erste dazu gegeben. Nee, das ist doch nett. Ja. Ja. Und die anderen habe ich dann von meiner Mutter, vom Kollegen. Arbeitskollegen. Ja. Ja, cool. Ein bisschen Ausrüstung hast du ja auch schon dabei. Das sieht ja echt ganz gut aus. Oh, erzähl mal, was war dein größter Fisch bisher? Schwierig, zu viele schon gefangen, wa? Ja. Zu viele große. Genau hinter dein. Jetzt neben deinen, Nico. Ich glaube. Ein Rotauge. Ein Rotauge? Und was ist deine Lieblingsfischart? Rotauge. Rotauge. Ja. Die kann man gut fangen, ne? Ja. Womit fängst du die immer? Hier entweder mit Mais oder Maden. Ja, cool. Ja, dann gehe ich immer mit meinem Angel fahren. Ach so, und wer? Sonst angelt keiner aus meiner Familie. Ah, okay. Sonst geht keiner von euch angeln? Nee, mein Opa möchte vielleicht angeln. Ist das der Akku? Und wie bist du darauf gekommen, dass wir vom Pferdestand aus diese Sache hier machen?
Oh, meine Mutter hat einfach mal im Internet geguckt. Oh, cool. So eine super Sache, ja schön. Und dann am 9. Mai habe ich bei meinem Angelverein aus noch so Elternangel, dann nehme ich meinen Opa einfach mit. Oh, klasse. Das ist eine super Sache. Und in welchem Angelverein bist du? In Wilhelmshaven. Wilhelmshaven-Angelverein. Ja. Und da gibt es dann immer so Veranstaltungen, wo ihr dann Gemeinschaftsangeln vom Angelverein aus macht. Genau. Und hast du noch 14? Ja. Ja, mit 13 davon, ne? 14 bei euch, ja. Ja, er hat unsere Pose gefangen. Ich guck gerade. Da geht einem das Herz in die Hose, ne? Was haben wir hier denn? Notfall? Oh. Das wievielte Mal ist das jetzt? Das dritte Mal? Erste Mal? Nein, zweite. Ja, ja, gut. Ja, bisher hat sich leider noch nicht so viel getan. Die Jungs sind auf jeden Fall noch hoch motiviert, oder Dirk? Ja. Und ja, ich hoffe, dass sich da noch das eine oder andere Fischlein zeigen wird. Aber bis jetzt sieht es echt ein bisschen schwierig aus. Die Wetterbedingungen sind auch nicht die besten. Es hat sich ganz schön zugezogen. Vorhin in Shortens war es noch echt sonnig. Da dachten wir, oh cool, wird schön warm. Aber hier ist es echt recht kalt geworden. Naja, die Jungs sind auf jeden Fall fleißig am Machen. Das finde ich echt gut, finde ich schön. Und dann schauen wir mal weiter, ob da noch was kommt, ne? Ne? Oder Nico, was sagst du? Ich sag ja. Ja, ich nehme erstmal einen Schluck Eistee. Schluck. Timo, wie sieht's aus? Fangen wir eine dicke Forelle jetzt. Können wir da mal wieder ein Gewicht dran machen bei Thomas? Klar. Auf den da wie im Kopf. Sieht auch wieder gut aus hier. Oh, du hast hochgekurbelt. Lass ihn hochziehen, aber nicht auf meinen Kopf. Yo! Beide gleichzeitig aufgesprungen hier. Der ist ab! Oh. Nein! Nico, nein! Scheiße! Fuck! Er hat aber eben den Sabbel! Scheiße! Was ist das? Hast du aber schade? Hast du gesehen? Ja. Scheiße! Ja.
Die Kinder am Feuer liegen. Macht wieder Spaß, ne? Ihr habt hier den. Ich glaube, jetzt nimmt er auf. So. Jetzt nimmt er auf oder muss ich noch drücken? Ne, der nimmt auf. Der nimmt auf. So, einmal ruhig da. So, pssst. Einmal Ruhe. Ja, gut, Steff. Dann hast du für uns schon mal gefilmt. Toll. Nein, wir sind jetzt zum Ende gekommen. Das war ein langer Angeltag für heute. Ein kurzes Statement von den Jungs. Wie fandet ihr es? Ja, ganz genau, aber schade, dass wir eine bisschen. Wir haben leider nichts gefangen. Wir hatten eine Forelle im Drill auf jeden Fall, die hat einen richtig schönen Satz aus dem Wasser gemacht. Die konnten wir aber leider nicht kriegen. Könntet ihr euch das nochmal vorstellen? Ja! Steffen nicht? Ja! Ja, cool. Freut mich auf jeden Fall. Ja, das war's dann von unserer Seite. Nico, sag du nochmal was? War cool. Schön. Sören, möchtest du auch noch was sagen? Nee. Alles gesagt worden, ja? Alles meine Freunde! Gut, Steffen, möchtest du noch abschließen? Abonniert den Kanal und so und lebt alles. Traffic Fishing! Yeah! Ja, wie kann. Achso. Wie geht das nur, Hergen? Wie geht das? Das macht mich einfach nur aggressiv. Was macht dich das? Aggressiv bis unter die Haarspitzen. Da wird er fuchsig, wird der Hergen. Müll. Oh Mann. Zum Glück ist das in die Privatwohnung.